Hallo ihr Lieben, lange haben wir uns nicht mehr blicken lassen, doch jetzt werden wir es wieder öfter tun, denn wir haben ein Thema, ja, was wir gerne auch mit dokumentieren wollen würden, auch für uns später, nämlich das Thema Auswandern. Denn wir haben nach unserem jetzigen Spanien-Urlaub gemerkt, das Land könnte uns gefallen. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen, dass wir mal auswandern wollen, zwar erst so ein bisschen später, aber wir dachten uns ganz ehrlich, wir haben nur das eine Leben und warum sollten wir es nicht jetzt wagen, als darauf noch 20 Jahre zu warten und es dann vielleicht doch nicht zu machen. Also macht es jetzt und bauen uns dort unser Leben einfach auf. Ja, was passiert hier auf dem Kanal? In dem Kanal werde ich jetzt alles mit dokumentieren. Ich denke mal, am Anfang kommen jetzt noch nicht so viele Videos, weil ja. Passiert jetzt gerade noch nicht so viel, außer dass wir gerade unser Haus anschauen lassen von einem Makler, um den Wert rauszufinden, was es jetzt hier ungefähr wert ist. Es hat sich schon ein Ehepaar unser Haus angeguckt und wir planen halt, wie wollen wir das machen, was machen wir mit unseren Sachen, kaufen wir uns ein Grundstück, kaufen wir direkt ein Grundstück mit Haus. Ja, sowas halt. Im Frühjahr 22 geht es dann aber los und geht es dann für uns Richtung Spanien. Und dort werden wir dann sehen, was passiert. Genau, was ist unser Plan? Mein Freund arbeitet ja sowieso am PC, kann von überall aus arbeiten und wird seine Arbeit mitnehmen. Ich muss mir was Neues suchen. Selbst mit meinem Job dort ist es ein bisschen schwierig. Wir lernen derzeit auch Spanisch. Ja. Aber ich denke mal, das Spanisch vertiefen, das können wir erst, wenn wir wirklich in Spanien sind. Aber so die Grundlagen lernen wir natürlich jetzt schon. Mein Plan ist es dort auch mit Fritz-Docs weiterzumachen. Mache ich ja hier schon als Pflegestelle. Aber dort werde ich dann intensiver damit arbeiten und werde auch ein kleines Hundealtersheim eröffnen, weil mir liegen die alten Hunde einfach zu sehr am Herzen und ich wollte es auch hier schon immer machen, aber ja, hier ist es ein bisschen komplizierter. Also mache ich das direkt dort. Genau, das ist jetzt momentan unser Plan und darum kommt jetzt ein kleines Mini-Video. Es werden zwischendurch, denke ich, mal ein paar Updates geben. Ich werde auch sicherlich wieder viel mitfilmen, mal wieder ein paar Tage vloggen, auch ohne dieses Thema Auswandern, weil ich jetzt momentan echt Lust drauf habe, zu vloggen wieder. Ich denke, ich werde nächste Woche Montag beginnen und dann jeden Sonntag, das ist das Video sozusagen für den Sonntag, ansonsten kommt dann, denke ich mal, wieder jeden Sonntag ungefähr ein Video. Ja, also ein Vlog. Dort werde ich dann immer so Teilschritte berichten, was auch passiert hier derzeit. Weil ich denke mal, für ein komplettes Video ist das ein bisschen zu wenig, was jetzt momentan passiert. Darum vlogge ich einfach und nehme euch da einfach auf die Reise mit. Ab nächstes Jahr, wenn es richtig losgeht, ich denke mal, dann werden die Vlogs auch intensiver mit dem Thema Auswandern sein. Ich werde noch mal so ein kleines Infovideo machen, was für Gedanken wir haben, worüber wir nachgedacht haben davor und auch jetzt, was für Gedanken wir haben, was wir machen sollten und so. Ich denke mal, darüber werde ich auch noch ein Video machen. Das weiß ich aber noch nicht wann. Und ja, ansonsten gucken wir, was passiert. Natürlich kommen die Hunde mit. Na, Happy? Kommst du mit? Ja? Kommst du mit? Kommst aus Spanien? Fährst wieder nach Spanien, ne? Ja, genau. Natürlich kommen die anderen beiden Hunde auch mit. Unser kleiner Donald, der hier momentan hier unten liegt. Hey, Donald. Der kommt natürlich nicht mit. Der hat seine Familie in Deutschland gefunden und wird nach der Operation nächste Woche auch ausziehen. Na, Happy, willst du mit ins Video? Ja. Was machst du da? Alles klar. Das war's von diesem Video hier. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und bis bald.
Tschüss.